Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind jetzt hier mit dem Grobe unterwegs. Den anderen Traktor habe ich schon mal vom Acker gefahren, den brauche ich hier erstmal nicht. Und können jetzt hier erstmal sozusagen hier das Feld richtig vorbereiten für die Saatmaschine. Also da war jetzt, sagen wir mal, wieder meine eigene Dummheit schuld da dran, beziehungsweise, naja, sagen wir mal, der ein oder andere Gedanke, der mir denn noch kam, hat mich gerettet und hat zumindest dafür gesorgt, dass ich dann am Ende das noch rausgefunden habe, wie es richtig geht mit der Maschine, die hier quasi das Düngen bei der Einsaat mitmacht. Das heißt, ich werde jetzt im nächsten Anlauf, im nächsten Jahr das sollte man im Grober, glaube ich, nicht machen, so herfahren. Oder dann halt im nächsten Jahr weiß ich, dass ich für die Saatmaschine quasi entweder direkt nach der Ernte gleich mit dem Grober durchgehe oder dass ich dann halt erst zumindest nicht dünge vorher. Nicht dünge vor der Aussaat. Das ist wichtig. Weil ich sonst mal hintereinander düngen wollen würde und das geht halt nicht. Ich glaube, wenn ich eine Jahreszeit vergangen gehen hätte lassen oder sowas oder mit einem Striegel drüber gefahren wäre, da irgendwas gemacht hätte zwischendurch, dann hätte das geklappt, aber so halt nicht. Theoretisch kann ich direkt nach der Ernte düngen und dann mulchen. Ich weiß noch nicht, ob es einen Mulcher gibt, der mitdüngt. Das wäre natürlich auch noch interessant, aber ja. Ich hatte ja erwartet, dass quasi der erste Arbeitsschritt das Grobern ist, den das Gerät macht. Macht es aber anscheinend nicht. Deswegen müssen wir jetzt so von Hand vorgrobern, damit das dann am Ende sauber funktioniert und alles gut ist. Gemulcht ist ja auch schon mal ganz gut. Das grobern wir ja einfach unter. Das sollte die letzten 3% bringen auf den Ertragsbonus. Und dann müsste natürlich der Ertragsbonus noch von den Bienen dazukommen, hoffe ich zumindest, dass der dann noch kommt. So, und da oben vorne jetzt am Grober oder beziehungsweise an der Saatmaschine muss ich den mal einmal, glaube ich, hätte ich sie noch mal wegfahren sollen, besser wäre es gewesen, aber gut, da muss ich ein bisschen rumzirkeln oder sie halt anschieben, andotzen. Wenn ich zusammenklappen müsste ausreichen, ne? Ich müsste es einfach bloß hochklappen. Na gut, das kriegen wir dann noch hin. Alles klar. Ja, ansonsten ist heute Montag schon wieder. Also für euch, also für mich ist Samstag. Ich nehme es gerade am Samstag auf. Aber für euch ist schon wieder Montag. Da startet schon wieder die neue Woche. Da geht es schon wieder los. Mit den neuesten Erkenntnissen. Kann man wieder arbeiten oder zur Schule gehen, je nachdem. Aber ich glaube, in großen Zügen ist vom Durchschnittsalter her der Leute, die hier zugucken, Arbeit wohl angesagt. War bei mir auch wieder. Aber mir macht es Spaß. Das kann ich ja zumindest so schon mal so sagen. Also meine Arbeit macht wirklich sehr viel Spaß. Das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Dass ich es geschafft habe, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und deswegen eigentlich jeden Tag, den ich auf Arbeit gehe, mich freue darüber, dass ich auf Arbeit gehen darf. Gibt aber auch wirklich Tage, wo ich absolut unproduktiv bin. Wo man dann einfach den ganzen Tag da sitzt und sich so denkt, so, oh, kann der Tag endlich vorbei sein. Ich habe heute nichts hier. Es hat keinen Sinn, dass ich heute hier bin. In kreativen Prozessen, also wenn man, wie ich hier als Entwickler unterwegs ist, dann kann es solche Tage geben, dass man da wirklich mal so eine, ja, ich nenne es immer ganz herzlich, Schreibblockade hat. Und wirklich nicht so richtig was produktiv halt hinbekommt und programmiert gekriegt. Naja. Aber so ist es manchmal. Gut. Ansonsten hoffe ich ja, dass in den nächsten Wochen sich gut, ja, können wir mal kurz drüber reden. Also ist nicht so mein Thema. Also habe ich, glaube ich, schon mal angerissen, so das mit dem Impfen und Ähnlichem. Dass ich jetzt mir sage, das ist für mich der Sicherheitsgurt. Ich bin jetzt, mittlerweile wäre ich, um es irgendwann mal durchzuschaffen und mal nicht mehr unter irgendwelchen Restriktionen zu leiden,
Weiß ich weiß aber auch nicht. Also ich glaube, aktuell wird sowieso das Prinzip durch solchen alle verfolgt, weil sie gemerkt haben, so die aktuelle Art und Weise oder die aktuelle Corona-Variante, die jetzt so dominant hier in Deutschland ist, Omikron, ist gar nicht so extrem gefährlich, dass es die Maßnahmen rechtfertigen würde. Das hätte ich jetzt irgendwie so sehr diplomatisch versucht, so auszudrücken. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich da auch nicht so weit belesen. Ich selber sage mir, ich möchte keine der Varianten am liebsten haben, da ich mehr oder minder auch Angst davor habe, vor Langfolgen, also Langzeitfolgen oder Spätfolgen, die man da eventuell kriegen könnte. Wie auch immer ein Virus so extrem die Menschheit töten kann. Aber da gibt es ja auch andere Viren, die sehr erfolgreich sind beim Vernichten der Menschheit. Zum Beispiel das HIV-Virus. Wenn man überlegt, wenn das HIV-Virus so ansteckend wäre wie jetzt Omikron. Ne? Also wenn man sich das auf die gleiche Art und Weise holen könnte. Oder so. Es wäre ja fatal, wenn so ein Virus auf der Erde mal irgendwie erscheinen würde. Weil, über der Exodus. Also, wie würdest du das überleben? Kannst du nicht überleben. Also, kannst du das Ganze wirklich nur überleben, wenn du dich irgendwo einsperrst und keine Zufuhr, kein irgendwas mehr hast und draußen alle tot sind. Aber dann ist das Virus ja irgendwo in der Tierwelt vielleicht noch unterwegs. Ist mutiert, kann über Säugetiere übertragen werden. Ich meine, das AIDS-Virus soll ja auch irgendwie vom Affen übergesprungen sein. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Affenart, aber hat man ja auch gesagt, das ist irgendwie so eine Krankheit, die es eigentlich dort unter Affen gibt, die für diese Affen halt nicht so gefährlich ist, oder die können damit halt leben, die sterben daran halt nicht. Oder man stirbt ja nicht an AIDS, sondern man stirbt ja an den Folgen, dass das Immunsystem halt weg ist, kaputt geht. Und dann kann einen halt eben jede andere kleine Krankheit davon dahin raffen. Das ist ja quasi das, was das AIDS-Virus, glaube ich, macht, wenn ich da noch richtig drauf bin. Aber das ist ja, oder AIDS nicht ein HIV-Virus. Das ist ja wirklich. Ne? Also, den Gedanken hatte ich jetzt, wenn jetzt wirklich mal irgendwann halt so ein noch tödlicheres Virus kommen würde, wie jetzt Corona, also like HIV, und das aber sich so verbreiten würde wie Corona, ne, dass du 200.000 Neuangesteckte pro Tag hast. Ich meine, bei HIV sind wir, glaube ich, bei 200.000 pro Jahr, dass da die Leute sich da anstecken. Ich meine, ich weiß nicht, ob denn. Was ich mich frage, ist, könnte nicht mit der Technologie, mit der jetzt gegen Corona, die jetzt diese MNRA oder mRNA, keine. Also, ihr wisst, was ich meine, diese genveränderte oder Genbausteinspritze. Damit man da der Körper quasi weiß, okay, so kann ich mich dagegen wehren. Mehr ist es ja nicht, was man da kriegt. Man da nicht gegen AIDS auch geimpft werden dann? Das müsste doch genauso gehen, weil es ist ja auch ein Virus. Hat auch irgendwelche Rezeptoren, die sich irgendwo dran binden, und wenn man das erkennt, dann weg. Gut. Aber in dem Fall werden T-Helferzellen vorgespiegelt, ne? Und wenn man, ich glaube, das. Oder die werden befallen? Na, weiß ich nicht mehr genau. Das war alles, ne? Das muss man aber auch sagen. Also die Aufklärung damals in meiner Schulzeit, das war schon extrem, also was AIDS angeht. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Also mir ist es gar nicht mehr so präsent. Dieses gibt AIDS keine Chance und sowas. Ich weiß gar nicht, ob das noch so präsent ist, ne? Also, gut, ich hab jetzt keine Kinder in dem Alter, wo das jetzt interessant wäre. Oder generell keine Kinder, ne? Zumindest für keine, wo ich weiß. Aber, wie gesagt, das weiß ich gar nicht. Also, man gab es ja den, ich weiß nicht, ob er diesen,
Könnte man sich eben nachgucken. Da gab es so einen Werbespot auch für Gibt's Ace, keine Chance. Mit Ingolf Lück und Hella von Sinn und ich weiß gar nicht, irgendeine andere war da noch dabei. Und da ging es halt wirklich darum, dass halt der Mann halt Kondome kauft. Und das halt, ja, das war so ein bisschen Kondome kaufen, ne? So nach dem Motto, und dann ganz heimlich wollte das machen und dann sind da eine Kerze und dann zieht es drüber und dann piept das Ding halt nicht. Und dann wird halt quer durch den ganzen Laden geschrien, aber es kostet die Kondome oder sowas. Und ja, peinlich berührt, aber die Dame, die hinter ihm in der Kasse steht, sagt dann, Mensch, das Kind ist doch toll, gib jetzt keine Chance, ne? Also, dass du hier Kondome kaufst und so. Von daher, alles. Das war so ein richtig, also, ich glaube, man könnte sagen, fast legendärer Werbespot. Also, das ist auch so in Sprachgebrauch umgegangen. Ich muss ja mal dazu sagen, kurz Storytime, oh Gott, ich hatte jetzt schon wieder das Nähkästchen, aber ich hatte meine Freundin und deren Mutter hat im ortsansässigen Rossmann gearbeitet. Und ja. Ja. Also ich war verabredet mit meiner Freundin. Wir wollten den Abend schön ins Kino fahren und noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und an dem Abend, an dem Tag habe ich natürlich auch vorgesorgt und habe Kondome besorgt. In diesem Rossmann unwissenderweise, dass die Mutter dort arbeitet, weil ich war noch nicht lange mit der jungen Dame liiert. Das war alles noch ganz frisch. Und da weiß man ja nicht, was wir da machen. Das ist jetzt nicht die erste Frage, die ich stellen würde. Wo arbeitet deine Mutter und kann ich dort Kondome kaufen? Oder sollte ich da lieber keine kaufen? Naja, jedenfalls stand ich dann da an der Kasse und dann habe ich dann, also die Mutter kannte ich ja natürlich, weil ich ja schon mal da zu Besuch war, und sie kannte mich. Und ja. Das war auch so ein Moment, wo ich dann ganz kurz peinlich berührt war. Wo ich dann so dachte, so, oh, oh, oh. Aber ja, ne, die Mutter hat das abkassiert, hat dann, sagen wir mal, mit dem Augenzwinkern geguckt und ich glaube zu wissen, dass die Tochter ein Gespräch danach hatte. Sie hat sowas angedeutet, dass darüber geredet wurde, dass ich wohl dort gewesen wäre und Kondome gekauft hätte. Dass der Tochter das wohl erzählt wurde. Naja, gut. Wusste sie aber theoretisch dann nicht auch. Also sagen wir mal, hätte sich ja denken können. Gehört sich ja so. Das ist auch sowas mit der Verhütung. Das verstehe ich immer nicht, warum das dann immer an die Frau abgegeben wird. Wenn der Mann keine Kinder haben will, dann muss er nicht die Frau dazu zwingen, dass sie sich im Minikörper schmeißt. Ganz einfach. Punkt. Und damit sind wir durch mit dem Thema. Also, da gibt es keine zweite Meinung. Ja, da kann man selber drauf aufpassen. Ich persönlich möchte keine Kinder. Ich kann darauf aufpassen. Bin alt genug. War auch früher schon alt genug dazu. Also wenn man alt genug ist, um seine Kinder zu machen, sollte man auch alt genug dafür sein, zu wissen, wie man es hinkriegt, dass man keine kriegt. Obwohl man alles dafür tut, dass man welche kriegen kann. Klingt das jetzt so falsch? Nee, klingt eigentlich genauso, wie ich gedacht habe. Ist schon. Also, ne? Gut, ernste Themen, Menschenskinder, ganz fürchterlich. Aber so sind wir von Corona zu Kinderkriegen gekommen. Ist ja auch nicht schlecht. Wahrscheinlich, wenn es denn, also es ging ja darum, so ein gefährliches Virus, aber wahrscheinlich würde dann wirklich, muss man dann vorher 3 Tests machen oder sowas, bevor man dann miteinander sich paaren darf oder sowas. Könnte alles sein, ne? Also ich wünsche, also mir wäre am liebsten, wenn so ein Zeug wie so eine Viren gar nicht, ne? Also wenn man da irgendwas haben könnte, wo man dann sagt, so schnipp und weg. Oder wie Sheldon das mal so schön gesagt hat, irgendwann zwischen der Jungsteinzeit und der Jetztzeit hätte Homo habilis entdeckt, dass der Typ mit der Rotznase einfach mal erschlagen und dann wäre die ganze Erkältungswelle weg. Ja, das wäre ja, ja eine Vorgehensweise gewesen, um sozusagen dann die Erkältung in der Steinzeit oder ähnlichem oder Eisenzeit irgendwann mal Herr zu werden und dass es nie wieder diese Erkältung geben würde. Aber ja, manchmal ist es halt einfach so.
Und dieses Erkältungszeug werden wir nie loswerden. Es gibt eine riesengroße Industrie drumherum mit möglichsten und unmöglichsten Medikamenten, die irgendwie dagegen helfen sollen oder nicht helfen sollen. Da gibt es eine riesengroße Industrie drum. Diese ganzen Vitamin C-Präparate und alles, was sind so frei verkäuflich in Drogerien ist und ganz dolle helfen soll gegen Erkältung. Erkältung kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage, geht 3 Tage. Ist halt so, ne? Also 3 Tage merkst du, dass du einen Rotz hast, Halsschmerzen und Husten. Dann hast du 3 Tage richtig Last damit. Und dann wird es 3 Tage wieder besser und dann ist alles wieder gut. Also ob du jetzt dann dir dort Sachen einwirfst oder nicht, weil dann alles, was mit Medi-Night und ähnlich heißt, das hilft nicht gegen die Erkältung, sondern es unterdrückt die Symptome. Die Erkältung selber ist immer noch da. Ja, also ist genauso lange da, sie ist nicht kürzer und ähnliches. Das Einzige, was gemacht wird, ist, dass gegen die Symptome, die die Erkältung hervorruft, also woran man merkt, dass man eine Erkältung hat, trotz an der Nase, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Husten, dass das halt einfach unterdrückt wird und man das nicht mehr hat. Oder in abgeschwächter Form nur noch im Körper vorhanden ist. Oder im Körper ausgerufen wird. Das ist halt alles, was da passiert. Sonst der ganze andere Prozess, den die Erkältung hat, der läuft genauso durch den Körper durch, als wenn es nicht nimmst. Von daher, klar, man macht sich selber die Zeit angenehmer, in der man krank ist. Und das ist okay. Und dafür kannst du jede Menge Medikamente geben, dafür kann man Geld bezahlen und das ist okay. Finde ich gut. Ja, und damit ist es gut. Deswegen ist es auch beim Arzt so, wenn man da hingeht mit einer Erkältung, dann sagt er, ja, du hast eine Erkältung, trinken Sie viel, bleiben Sie zu Hause, stecken Sie Kinder an Leute an und dann ist alles gut. Ne? So. Trinken Sie Tee oder irgendwas, ne? Hauptsache Flüssigkeit im Körper, das ist mal ganz wichtig, weil sonst dehydriert man so ein bisschen und das ist nicht gut, da kriegt man Kopfschmerzen, kriegt man alles mögliche davon noch. Das sind noch so ein paar Begleiterscheinungen, die nicht gut sind. Aber ansonsten, also ich habe noch nie, glaube ich, beim Arzt eine Tablette gekriegt, wo gesagt wurde, hier, nimm die ein und deine Erkältung ist weg. Weiß nicht, wenn ihr das gemacht gekriegt habt schon, dann ist okay, aber ich habe es noch nicht erlebt, dass man da einfach so eine Tablette kriegt und dann ist alles gut. Ne? Und auch jetzt hier beim grippalen Infekt, da kriegst du dann halt, dagegen kann man schon wieder ein bisschen was machen, dass es halt eben nicht so schlimm wird, weil das ist eine Virenlast, keine Bakterienlast. Dann das da kann man ein bisschen was mehr gegen machen. Aber im Grunde kommt, geht und bleibt. Ne? Also, gerade bei der Erkältung ist das halt wirklich so. Naja. So, mein Kenntnisstand zu dem Thema. Aber ich persönlich, ja, würde jetzt jederzeit wieder eine Maske tragen. Also, das muss ich ehrlich sagen, weil mir hat das in den letzten 2 Jahren, ich hatte sonst regelmäßig wirklich, muss ich sagen, mir eine Erkältung eingefangen, und zwar meistens auch immer in dem Maße, dass ich da wirklich, wie soll ich sagen, war halt nicht gut, ne? Also, das Schlimmste, was ich wirklich mal hatte, war, das ist 4 Jahre jetzt her, aber dann hat es mich im April mal so richtig umgewedelt. Und da, normalerweise war bei mir auch so 3-3-3, so die, aber da, das hat ein bisschen länger gedauert, also da hat es mich richtig umgewedelt gehabt. Das fand ich gar nicht gut. Habe ich wirklich 2 Tage hier in meiner Wohnung wirklich nichts machen können. Und sagen wir mal, ich habe jetzt keinen Partner, keine Partnerin hier, die für mich kocht oder ähnliches. Und das ist dann wirklich, wenn du wirklich krank bist und alleine wohnst, jetzt ist wirklich scheiße. Ne? Das ist der Moment, wo man sich so sagt, so, ach ja, dafür ist es sinnvoll, den besten Partner mit im Leben zu haben. Sozusagen, damit man in den schlechten Zeiten jemanden hat, der einen stützt, der einen hilft, der halt, ja, wirklich da ist und vielleicht eventuell dafür sorgt, dass man nicht verhungert, nicht verdurstet. Weil wenn rein das, wenn man sich scheiße fühlt, schon dann darunter leidet, weil man dann sagt, oh nee, ich muss jetzt, also ich habe wirklich, was ich dann gemacht habe in der Zeit war, ich habe mir Pudding gekocht. Weil das ist energiehaltig, geht schnell, es hat kaum Aufwand und es ist auch von der Konsistenz her so,
Es geht einfach rein und gut ist. Da muss man sich keine Gedanken drüber machen. Man muss nicht viel kauen. Ne? Also das ist wirklich immer so mein Krankessen ist Pudding. Wenn ich krank bin, dann esse ich Pudding. Ich esse auch so ganz gerne Pudding, aber wenn ich krank bin, dann glaube ich so mit das Einzige, was ich esse. Aber da gibt es ja nicht großartig irgendwelche anderen Sachen. Vielleicht eine Bockwurst. Aber eine Bockwurst gibt es bei mir auch immer. Bockwurst ist so ein Grundnahrungsmittel bei mir. Es tut mir ja leid, aber... Ja, dafür bin ich bekannt. Für meinen Würstchenkonsum. Aber es ist auch verdammt lecker und es ist ein schnelles Essen. Es ist schnell warm zu machen. Man hat wirklich absolut keine Last damit beim Zubereiten und sowas. Rein in den Topf und Wasser warm werden lassen nach 20 Minuten. Ein Brot dazu. Löffel Senf noch drauf. Und fertig ist das Essen. Nein. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir unsere 20 Minuten jetzt hier schon wieder miteinander verbracht am heutigen Tage in diesem Spiel. Wer Lust hat, kann sich natürlich noch 20 Minuten oder vielleicht auch ein bisschen mehr Factorio angucken, wenn ich da wieder totales Chaos herstelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann werden wir hier fertig gepflügt sein und werden dann aussäen. Gepflügt, nicht gegrubbert. Und dann werden wir hier den Raps ausgesät haben. Oder aussäen gemeinsam noch. Das sollte hier in etwa genauso schnell laufen wie jetzt das Grubbern. Denke ich mal, da sind wir dann auch in einer Folge durch. Und dann müssen wir ja nur noch quasi das vordere Ende nochmal düngen. Und dann sind wir eigentlich für diesen Acker bis auf Unkrautbekämpfung durch bis zur nächsten Ernte. Ist ja auch schon mal schön, wenn wir das geschafft haben. Und dann gucken wir und hoffen wir mal, dass wir hier ordentlich Raps runterkriegen. Moment, da bin ich falsch gefallen. Bin ich wieder verguckt. Wieder überall hingeguckt, nur nicht da, wo ich hingucken sollte. So. Und dann hoffen wir natürlich, dass dann hier gute Ernte ist und im nächsten Jahr wir gute Kohle hier von dem Acker bekommen. Und wir uns dann ja vielleicht technisch weiterentwickeln, beziehungsweise auch landmäßig. Ich muss mal gucken, vielleicht suche ich mir wirklich noch eine kleinere Ecke aus, die ich kaufen will. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.